Hey, ich bin's, Wantje vom Schnittmusterlabel Yes Honey und heute zeige ich euch, wie ihr aus Kunstleder und einem hübschen Blumentopf eine Blumenampel für euer Fenster basteln könnt. Und so sehen die schwebenden Pflänzchen aus. Alles, was wir für unser Projekt brauchen, ist etwas Kunstleder. Es kann ein größeres Stück sein oder einfach kleine Streifen, je nachdem, was du hast. Dann brauchen wir eine Schneidematte, einen Rollschneider und ein Patchwork-Lineal für den Zuschnitt. Wer mag, kann auch eine Schneiderschere verwenden. Zum Ausmessen verwenden wir ein Maßband und einen Minenbleistift zum Anzeichnen. Wir brauchen Druckknöpfe, eine Lochzange und die Vario-Zange mit den passenden Werkzeugen. Um unsere Blumenampel später zu befestigen, kann man D-Ringe verwenden oder Triangelringe und einen Karabiner, rund oder die normale Form, je nachdem, was man eben gerade zu Hause hat. Stoffklipse sind hilfreich. Dann brauchen wir natürlich eine Nähnadel, passend zu unserem Garn. Ich habe ein bisschen dickeres Garn, deswegen auch eine etwas stärkere Nadel, die Nähmaschine und natürlich noch einen Blumentopf. Hier eignen sich besonders die runden Töpfe am besten, denn je kugeliger, desto hübscher sieht das Ganze auch von unten aus. Wir wollen es ja ein bisschen höher hängen. Und wichtig ist auch, dass die Oberfläche ein bisschen rauer sein sollte, dass später die Halterung nicht abrutschen kann. Also gerne hier der untere Bereich eher unglasiert. Los geht's, indem wir unseren Topf jetzt erstmal ausmessen, denn wir wollen ja nicht, dass der später durchrutschen kann. Und dafür lege ich das Maßband an meinem Topf so ungefähr auf der Hälfte an und gehe jetzt nicht über den Boden direkt, sondern so ein bisschen schräg, denn später wollen wir den Boden dadurch bilden, dass wir zwei Streifen miteinander verbinden. Ich messe also von Mitte über den Boden zur Mitte der anderen Seite und bei mir sind das ungefähr 20 cm. Ich gebe noch 2 cm mehr dran, damit ich noch ein bisschen Platz für die Druckknöpfe habe. Ich schneide mir also erstmal einen langen Streifen zu, der ist 1,5 cm breit und dann eben in der Länge 22 cm. Die Lagen lege ich doppelt, damit ich ein bisschen mehr Stabilität habe. Und dann schneide ich mir noch zwei Streifen, die jeweils 2 cm breit sind. Und von der Länge her, das entscheide ich dann später. Das heißt, die lege ich mir erstmal zur Seite. Wir fangen jetzt einfach mit den kurzen Seiten an. Und da lege ich die Streifen ganz genau aufeinander, und zwar links auf links, dass man außen die schönen Seiten des Kunstleders sieht. Und die beiden Streifen, die nähe ich jetzt einfach rechts und links an der Kante der Länge nach nochmal zusammen. Erstens, dass sie nicht auseinanderrutschen können. Und zweitens, weil es dann auch noch weniger Dehnung im Streifen an sich gibt. Ich verwende ein etwas dickeres Jeansgarn. Das ist optisch einfach ein bisschen auffälliger und hübscher, wie ich finde. Und das spule ich mir natürlich auch als Unterfaden auf, das heißt für oben und unten gleich. Und die Nadel, die muss natürlich ebenfalls angepasst werden. Das ist bei mir eine 80er Nadel und die setze ich mir auch noch in die Maschine ein. Da ich das Kunstleder nicht perforieren möchte, erhöhe ich die Stichlänge auf 3 und die Nadelposition, die stelle ich mir auf unten, dass die Nadel einfach immer im Stoff stecken bleibt. Dann kann ich die Stoffe immer wieder gerade legen, ohne dass irgendwas verrutscht. Ich nähe jetzt erstmal an der einen Kante knappkantig entlang und orientiere mich am Innenteil von meinem Obertransportfuß. Und hier schaue ich, dass ich einfach sehr gleichmäßig die Kante entlang nähe. Anfang und Ende muss ich in dem Fall nicht vernähen, weil ich das sowieso später abschneiden werde. Zweite Seite genauso und dann bringen wir auch schon die Druckknöpfe an. Dafür messe ich zuallererst mit einem Handmaß von der offenen Seite 1,5 cm ab und markiere mir das Ganze mit einem Minenbleistift genau in der Mitte. Auf der anderen Seite mache ich das genauso und dann lege ich die beiden Streifen exakt übereinander. Meine Lochzange habe ich vorher auf die kleinste Stufe gestellt und so kann ich die beiden Streifen jetzt in einem Rutsch durchstanzen.
In die kurzen Streifen kommen jetzt die Unterseiten von den Druckern und da habe ich meine Vario-Zange vorher mit den passenden Werkzeugen bestückt und hier setze ich in die kleine Gummilasche den unteren Teil vom Druckknopf mit dem Stielchen ein. Darauf kann ich jetzt die beiden Streifen setzen und darauf wiederum das kleine Gegenstück vom Druckknopf. Bevor das Ganze jetzt aber zusammengepresst wird, unbedingt nochmal darauf achten, dass die Streifen ein kleines bisschen gegeneinander verschoben werden, denn die sollen ja später unseren Boden bilden und dementsprechend ein ganz kleines bisschen Form bekommen. Und das erreichst du, indem du die Streifen ein bisschen auseinander drehst, ungefähr so, dass die beiden Spitzen übereinander kommen. Und dann kannst du die Vario-Zange ganz fest zusammenpressen und die Teile miteinander verbinden. An der anderen Seite ganz genau das gleiche, auch hier wieder die Teile ineinander setzen und gegeneinander verschieben, bevor man sie zusammenpresst. Und zum Schluss kann man die kleinen Ecken, die hier überstehen, einfach nochmal mit der Schere abschneiden. Der Boden von unserer Halterung, der ist damit schon mal fertig und jetzt geht es um die Länge. Also wo möchte ich das Teil später aufhängen? Ist es zum Beispiel an einer Gardinenstange, die sehr weit oben ist, also brauche ich eine sehr lange Schnur an der Seite. Kann zum Beispiel auch eine Kordel sein, aber hier möchten wir jetzt den Druckknopf verwenden. Und ich möchte in dem Fall meinen Topf mit einem kleines bisschen kleineren Abstand aufhängen, also dementsprechend wird mein Seitenteil ein bisschen kürzer. Das muss natürlich auf beiden Seiten gleich sein, also wenn ich das richtige Maß habe, schneide ich mir direkt zwei Streifen zu, die ich dann doppelt lege. Hier kann jetzt zum Beispiel später ein D-Ring eingehängt werden oder ein Triangelring oder man kann das direkt an einem Karabiner befestigen, je nachdem, was dir da gefällt. Ich habe mich für die Triangelringe entschieden und die fädle ich jetzt schon mal in meine Streifen ein. Bevor ich das Ganze jetzt aber zusammennähe, übertrage ich mir noch die Spitzen, denn ich finde es ein bisschen hübscher, wenn es an der Seite ebenfalls nochmal die Form vom Bodenteil aufgreift. Den Boden lege ich also einfach nur auf den unteren Teil meines Streifens, zeichne mir einmal die Form nach und das kann ich abschneiden und dann einfach mit einem Stoffclip fixieren. Ich fange nicht ganz an der Spitze an zu nähen, denn das ist immer ein bisschen tricky. Lieber an der Seite, an einem geraden Stück. Dann kann man von dort erstmal entspannt in Richtung Triangelring nähen. Die Nadelposition sollte unten sein und nicht ganz so nah an den Ring nähen, damit du danach das Füßchen noch heben kannst, das Ganze drehen und auch in der Querrichtung ganz entspannt nähen kannst, ohne dass dir irgendwas verrutscht. Orientiere dich wieder an deinem Nähfüßchen, dass du immer den gleichen Abstand zur Kante hast und wenn du einmal rundherum bist, dann kannst du Anfang und Endpunkt einfach um so 3 cm überlappen lassen. Das fällt später nicht auf, weil du ja exakt in der Naht nähst von vorher. Das machst du natürlich an beiden Streifen, die Fäden abschneiden und dann wird auch hier der Druckknopf eingesetzt. In dem Fall ist das hier der obere Druckknopfteil und den müssen wir uns jetzt auch erstmal anzeichnen. Dafür lege ich mir den Seitenstreifen einfach mal auf den Bodenteil und schaue, an welcher Position ich genau den Druckknopf positionieren möchte. Denn das kann ein bisschen weiter unten oder ein bisschen weiter oben sein, je nachdem, was dir gefällt. Die Position markiere ich mir wieder mit einem Minenbleistift und übertrage das auf die zweite Seite, damit ich auf beiden Seiten die gleiche Höhe habe. Und dann nehme ich die Lochzange und stanze wieder in beide Seiten einmal komplett die Löcher durch. In die Vario-Zange habe ich jetzt das passende Werkzeug für die Oberseite des Druckknopfs eingesetzt. Und den Oberteil, den stecke ich jetzt durch den Streifen und zwar von der rechten Seite, also die, die mir ein bisschen besser gefällt. Da kommt die Oberseite des Druckknopfs durch und auf der gegenüberliegenden Seite kommt das Teil mit der Spange. Und so lege ich das Ganze jetzt in die Zange ein und presse das wieder fest zusammen. Das machst du natürlich auch wieder auf der anderen Seite und dann kannst du die ganzen Teile schon ineinander klippen, also den Boden mit den Seiten verbinden und dann schon mal den Topf positionieren.
Hier ist es ganz wichtig, dass der Bodenteil natürlich nicht über die Seiten rausrutschen kann, sondern dass es wirklich über die Kante des Bodens verläuft. Und den oberen Teil, den kannst du dir jetzt nochmal überlegen, wie du ihn befestigen möchtest. Vielleicht mit einer Kordel oder vielleicht auch mit einem Streifen, der übrig geblieben ist, in den du auch nochmal einen Druckknopf einsetzt und das Ganze vielleicht mit einem Karabiner verbindest. So kann man es nämlich ganz einfach über eine Gardinenstange hängen oder vielleicht magst du auch einfach einen Streifen direkt mit Karabiner verbinden. Da hast du auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie du deinen Topf später aufhängen kannst. Unsere Blumenampel ist damit fertig. Ich persönlich finde es immer ganz schön, wenn sie unterschiedlich hochhängen. Das sieht ein bisschen dynamischer aus. Na, und hier kommt jetzt einfach noch ein bisschen Inspiration für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's euch hübsch, ihr Lieben. Ciao!